Erneuter Brand in Moria. Wunderschönen guten Morgen. Die Nachricht des gestrigen Tages, das Flüchtlingslager auf Lesbos Moria ist abgebrannt. Und während bereits gestern unterschiedliche Darstellungsweisen durch die Medien gegaukelt sind, insbesondere sich die Frage gestellt hat, ob die Feuerwehr beim Löschen von den Insassen behindert wurde, hat sich heute nun die Situation weiter zugespitzt. Es kam zu einem neuen Brand. Die Frage der Verursachung, ob mutwillig herbeigeführt oder nicht, stellt sich daher unweigerlich. Für mich selber wäre das durchaus eine relevante Information, unabhängig von den menschenunwürdigen Zuständen in diesen Lagern, ist es nun mal so, dass wir eine gesamteuropäische Lösung benötigen und dass derjenige, der sich mehrfach freiwillig seines Zuhauses, egal wie armselig es ist, entledigt, indem er dieses vernichtet, der muss sich die Frage stellen lassen, inwieweit sein Asylrecht Bestand haben kann. Die vielen Großdemos im gestrigen Tag, unter anderem auch hier in Krefeld hingegen, haben für mich andere Fragen heraufprovoziert. Denn unabhängig von der Frage des Helfens zeigen diese Demonstrationen doch wieder, woran der ein oder andere Gutbürger leidet, nämlich an, ja, dem Aufoktroyieren der eigenen Meinung der Mehrheit. Natürlich ist Demonstrieren ein Grundrecht, dafür kämpfe ich auch mit diesem Kanal und trotzdem stellt sich für mich die Frage, gibt es nicht Möglichkeiten, persönlich zu helfen? Ich habe ein Problem, ein Nelson Mandela hat sich auch nicht einfach nur demonstrierend hingestellt mit einem Schild, ich bin gegen die Apartheid. Und genau das ist ein Punkt, fahrt doch verdammt nochmal nach Lesbos, holt Leute raus, lasst euch dann verhaften, wenn eure Einstellung richtig und ehrlich ist. Es kann aber nicht sein, dass man immer nur sagt, die anderen, und damit meine ich hier, die Allgemeinheit muss helfen, während man sich selbst genügt im Tragen einer Warnweste der Seenotbrücke. Versteht mich nicht falsch, demonstrieren ist wichtig, demonstrieren ist gut, aber ich sehe hier konkrete Lösungen, die würden allerdings bei den Demonstrierenden persönliche Einschnitte im Leben und vielleicht im Leumund bedeuten, indem sie sich hier gegebenenfalls als ja, möchtegern Schlepper strafbar machen. Soweit scheint also das überzeugte Verhalten nicht zu gehen, weshalb man lieber nur auf die Straße geht und fordert, die anderen müssen bezahlen. Wie seht ihr die Situation? Sollte man in Moria helfen, ja oder nein? Brauchen wir eine gesamteuropäische Lösung oder müssen einzelne Länder vorpreschen? Oder ist vielleicht sogar Nico Semsrods Vorschlag, einfach die Flüchtlinge im Europaparlament unterzubringen, der einzig sinnvolle? Für Active News, euer Michael Langhans.